Hey, willkommen beim nächsten Part von PRO. Wir haben hier im letzten Part bei Pokémon Revolution Online uns den vierten Orden gesichert. Wir haben jetzt den Regenbogenorden, sind jetzt in der Lage, mit anderen Trainern Pokémon zu tauschen. Und vielleicht kriege ich ja irgendwie noch eine gute Ergänzung für mein Team. Wir haben im vorletzten Part außerdem ein Evoli erhalten. Wir haben es aus dem Unterschlupf von Team Rocket gerettet. Es wurde da zu Versuchszwecken misshandelt. Sind jetzt wieder in Lavandia, haben die Route 8 nochmal eben schnell durchquert, weil wir jetzt aus dem Team Rocket Versteck den Sylphscope dabei haben, was uns ermöglicht, Geister-Pokémon zu sehen. Und deshalb brauchen wir uns vor diesem Turm hier nicht mehr zu fürchten. Und sprechen aber erstmal den Typen hier an. Möchtest du dich von deinen Pokémon verabschieden? Youngster Joey. Ich vermisse Ratzfratz. Er vermisst Ratzfratz. Und hier leuchtet was. Kann man hier reingehen? Was ist das denn? Okay, das geht aber auch nicht zur Story. Ein wildes Zubat. Ja. Es sind nur zwei Sachen unzählig. Nur unzählbar. Und zwar Sand am Strand und Zubats in der dunklen Höhle. Was soll denn das hier? Da bekloppt. Ich auf den falschen trete, bin ich wieder ganz oben oder was? Ach, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Irgendwelche Sondermissionen, die machen wir dann ein andermal. Ich möchte jetzt die Story knacken. Bin hier nebenbei mit Doja, meinem Kollegen hier am Schreiben. Was ist das hier? Der Geister sagt mir, du würdest hier sein. Sie kommt mit dem Level 24 Kadraba um die Ecke. Blipstrell. Miracle Eye. Kadabra ist paralysiert. Und Psychstrahl kriegen wir noch. Gut, dass Quapuzzi noch nicht Quapo ist, sonst würden Psychoattacken jetzt richtig in den Hintern treten. Und als zweites hat sie Abra am Start. Und Abra machen wir mit einer Attacke weg. Siehste, sag ich doch. Paralysieren ihn auch noch. Und irgendwie leckt es ein bisschen. Da sagst du nichts mehr, Schlaumeier. Es leckt, es leckt. Oh, es leckt. Schnell kämpfen. Ja, der Server ist randvoll. Ich musste sogar einige Zeit warten, bevor ich mich einloggen konnte, weil ich halt irgendwie in der Warteschlange erst die und die Position hatte. So. Blubstrahl und Ratzfatz. Küsst die Bretter. Die muss ich da irgendwie rauslocken. Sie da nicht rauslocken. Ah, ich verteidige dieses Item für dich. Die Geister sagt mir, du würdest kommen. Ein Gegengift. Oh, die Geisterfrau ist verschwunden. Die verschwindet leider nicht auf einmal. Ah. Retter an. Blubbidi-Blubstrahl. Blubstrahl könnt ihr übrigens auch selber zu Hause machen, wenn ihr euch so einen Seifenblasenspender oder so ein Seifenblasending holt und einfach kräftig reinpustet und dann vorher Blubstrahl schreit, seid ihr auf jeden Fall den coolsten vor euren Freunden. Alle Freunde in der Schule werden so sein wollen wie ihr, wenn ihr das macht. Ich will nicht, dass Quapuzzi drauf geht. Ich hole meinen mächtigen Freund raus. Ach komm, kriegst Drachenklaue ab. Zack. Das hat wehgetan, ne? Die Geister haben mir vorausgesagt, dass du kommst. Ein wildes Wieberack. Haben wir schon gefangen, Tschüssikowski. Und wir haben noch ein bisschen Medizin haben wir noch dabei. Ich möchte nämlich Quapuzzi ein bisschen trainieren. Da geht's nach unten, die alte hier oben hat aber auch noch was. Und ich will jeden Kampf hier mitnehmen, es lohnt sich einfach. Desto weniger muss ich später mit Leveln verbringen. Und ihr wollt ja auch sehen, was die Leute hier für Pokémon haben. Oh, Slimog. Mein absoluter Liebling natürlich, ne? Bodenattacke. Ach, er setzt auch noch Komprimator ein. Attacke.
Maske von ihm geht daneben. Jetzt hat er mich getroffen, aber nix. Und Blubstrahl sitzt. Schiskowski. Also ist es wahr. Du bist der eine unter einer Person. Kann mir nicht mal hier ein besonderes Pokémon gegen, wie ein Geist oder so? Was willst du denn? Ich bin mal gespannt, ob es hier auch wie in den Editionen im Bereich gibt, wo ich geheilt werde. Der war nämlich später irgendwo oben im Turm. Bin ich hier mal gespannt. Ein Body Slam auf den kleinen Dünnen. Teleport verfehlt komischerweise sein Ziel. Ein Nebulak. So, jetzt habe ich noch nicht gefangen. Aber Nebulak, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt das optimale Geist-Pokémon. So wie Apollo und Gengar sind natürlich nicht verkehrt. Aber wenn man sich dann Geist-Pokémon holt, man sich ja eigentlich, um sich mit Psycho-Pokémon anlegen zu können. Aber wenn ich jetzt mit Nebulak oder Alpollo mich mit einem Psycho-Pokémon anlege, fresse ich doch genauso die sehr effektiven Attacken, weil Nebulak, Alpollo und Gengar im Nebentyp auch noch Gift sind. Ne? Also macht das irgendwie wenig Sinn für mich. Da kann man sich lieber ein anderes Geist-Pokémon holen. Da gibt es noch geilere Kombinationen. Geist-Flug oder Geist-Feuer. Geist-Pflanze gibt es auch. Und wir sind auch schneller als Apollo. Shadow Punch. Überleben wir den noch? Ja, und dann kriegt er noch einen Blubstrahl. Dein Gengar. Wen setzen wir denn da ein? Ach komm, unseren Dicken. Ja, Gengar auf Level 25 ohne Probleme möglich. Der trifft kritisch. Du bist besser als ich dachte. Mann, Mädel, du hast keine Ahnung, wie gut ich bin. Ich glaube, dieser Part wird ja ein bisschen länger. Wir müssen den Turm hier hochlaufen müssen. Bevor wir den Turm nicht wieder verlassen haben, beende ich den Part auch nicht. Also ich bin hochmotiviert. Ich habe vor kurzem Kommentare gekriegt. Positive Kommentare. Weshalb ich im Moment hochmotiviert bin. Da. So. Was willst du, Alte? Hast du meinen Ehemann gesehen? Nein. Da wechsle ich auf Magneton. Magneton ist das Konter-Pokémon zu Golbert. Sternschauer. Heftige Attacke. Donnerblitz. Dark Hähnchen hat heute einen 15-Stunden Arbeitstag. Wo arbeitet man bitte 15 Stunden? Elektriker. Donnerblitz. Pam. Pokédollar kassieren wir auch noch ab. Wenn du ihn siehst, sag ihm, ich bin hier. So. Ja, Elektriker. Elektriker haben immer alle in Kurzhose. Mein Gefrau hat gegen dich gekämpft, das kann nicht sein. Soll das etwa heißen? Gänsehaut. Dieser Mann war hier, um seine tote Frau zu verabschieden. Aber... beziehungsweise um an ihrem Grab zu stehen. Und wir haben gerade gegen sie gekämpft. Das kann aber nicht sein, weil sie tot ist. Oh, Gänsehaut. Oh, erwischt. Du wirst diesen Kampf gewinnen, ich sehe es voraus. Ja, das werde ich wohl.
Sucker Punch. Bubble Beam. Das Nebulak schneller als wir. Hilft ihm auch nicht. Und Apollo Haunter auf Englisch. Haunter ist natürlich ein geiler Name. Shadow Punch. Da müssen wir noch einen überstehen. Ich kann es jetzt riskieren. Fester Joy ist direkt um die Ecke. Und wie ich es vorher gesagt habe, in den Editionen gab es einen Heilungsbereich. Den gibt es hier auch. Hab wieder alles richtig gewusst. Ich wusste, du wirst eines Tages ein Champion werden. Rocky und Joy. Hey, welcome to the Pokémon Tower Marketing. Soll ich denn Pokémon heilen? Natürlich. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Hast du dein Pokémon gerade geheilt? Ja. Ja, uns geht dich das was an. Kritischer Treffer, ne? Oh, wir auch. Mach einen, Apollo. Apollo, Apollo! Ich glaube, den ersten Auftritt hatte Apollo noch in der allerersten Staffel Pokémon, wo er Ashs Glumanda abgeleckt hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Du solltest dich vielleicht nochmal heilen, bevor du weitergehst. Ja, natürlich. Danke für den Tippo. Drin, drin, drin. Hat Schwester Joy denn ihr Radio oder ihr Ghetto Blaster mitgebracht, dass sie auch hier oben diesen Ton machen kann, wenn sie die Pokémon gezeugt, sei schon geheilt hat? Roll off. Roll off. Professor Eich. Da sind starke Geister auf dieser Etage. Simsala. Nett. Body Slam. Haha. Paralysiert. Ist natürlich dumm gelaufen jetzt. Ordentlich XP. Und ein Hypno. In der Serie hat Hypno seinen Namen immer mit so einem Einatmer ausgesprochen. So. Hypno. Hypno. Ja, ich bin auch ein begnadeter Pokémon-Imitator. Ach, hätte ich mal. Da wäre ich mal besser bei Body Slam geblieben. Und, ja, bestimmt. Also, nee, die möchte ich nicht lernen. Bauchtrommel ist eine Attacke, die mir die Hälfte der Lebensenergie abzieht, aber dafür meine Attacke bis zum äußersten boostet. Dieses Pokémon möchte ich fangen. Deshalb setze ich Duflo ein. Okay, Stachelspore gegen daneben. Jetzt hat sie gesessen. Mega Sauger. Weiß nicht, ob es was abzieht. Oh ja, ist gut. Sollte sogar schon reichen. Für einen Pokéball. Pokéball los. Eins, zwei, bitte. Wackeln. Ah. Okay. Superball. Die Geister scheinen sich aber zu wehren. Aber er hat mir ja vorgewarnt, dass hier starke Geister auf der Etage sind. Success! Ich will die Dorino einsetzen. I cannot seem to go to the 7th floor. Ghastly. Die einzige Attacke, die mir hier helfen könnte, dürfte eigentlich nur gegen daneben. Ist das, weil er über Schwebe verfügt? Okay, er hat Schwebe. Aber er sagt uns natürlich keiner, dass er Schwebe hat. Dann habe ich mit Nidorino keine wirksamen Attacken. Glurak. Im Zweifelsfall für Glurak. Flammenburst. Und tschüss. Und das reicht nicht mal, um mir mein Level 40 endlich zu holen. Okay, wir quatschen ganz schnell mit Professor Eich.
Professor Eich. Professor. A Gaming Ranger. You must be odd seeing me out of the lab. Du musst verwundert sein, dass du mich außerhalb des Labores siehst. Ich habe für heute zugemacht und kam hier, um sein liebes Dragoran zu sehen. Aha, er hat wohl auch ein Pokémon, das er hier, von dem er sich hier verabschieden will. So, und wir gehen weiter hoch. Und irgendwas hält uns auf. Was Unsichtbares. Ra! Und ein Knogger. Können wir dieses Knogger fangen? Ich versuche es mit Doppelkick. Es ist sehr stark. Du, Flora, versuch mal es zu Stachelsporen. Ja, das wäre nicht schlecht. Nicht! Mein Gott. Magnetilo. Mandel 45. Haut aber rein. Lichtkanone. Zart. Das ist eine Bodenattacke, die er da macht. Gut. Wie du willst, Kollege. Drachenklaue von Glurak. Glurak ist schneller. Fling. Okay, Flammenburst. Okay, er kann gegen uns nur Fling bringen. Und ich will hier nicht verkacken, deshalb besiege ich es einfach. Wenn das nicht Glurax Level 40 ist, weiß ich auch nicht. 33.000 XP, Satanimon. Ich glaube, ich hätte es eh nicht fangen können, es ist ja ein Geist. Der Geist hat sich verzogen. Und da stehen Team Rocket Geier. Deshalb werde ich nochmal zurückgehen und mich heilen. Es leckt schon wieder ein bisschen. Haben wir keinen zufälligen... Haben wir nicht, ne? Ich glaube, für das nächste Mal besorge ich mir mal ein paar... Schutz. Auf Englisch Repel, damit mir mal... Damit ich mal ein paar Meter gehen kann, ohne... Ständige Störung von irgendwelchen Ratata, Ratata. Hypno, Hypno, Hypno. So. Ja. Wildes Ratata. Schon wieder. Was? Was macht denn dieses Pokémon hier? Nicht sterben. Was macht denn ein Nagelotz hier? Das ist doch kein Kanto-Pokémon. Wir nehmen es mit. Aber das ist doch kein Kanto-Pokémon. Was macht denn ein... ich glaube, das ist sogar... Johto? Ist das Johto? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir gucken mal in den Pokédex. Wie hieß das denn jetzt? Auf Englisch. Das ist sogar ein... Sinnoh... Hier. Das ist sogar ein... Ach, keine Ahnung. Noch keine Ahnung, was für eine Generation Pokémon. Das ist ja verrückt. Polyfras. Level 5. Ja, super geil. Da läuft ein Gengar rum. Und da haben wir Alpollo und da Nebulak. Du wirst jetzt verlieren, sagt er. Ich bin schon gespannt. Die haben starke Pokémon. Das ist gut. Können wir ein bisschen leveln. Doppelkick. Und nochmal Doppelkick. Och ja. Oh, dann Radikal, ja wunderbar.
Er benutzt Fratze. Und Supersan killt uns wahrscheinlich. Eigentlich dürfte Superzahn, wenn er jetzt nochmal mit uns nicht killen. Hm, wir haben es geschafft. Also gibt 17.000 XP. Harte Nummer. Du kannst vorbei. Fuji! Oh, der Boss wird sich freuen über meinen Sieg hier heute, was zu hören. Level 40, Alter, was geht ab? Wie krass seid ihr denn drauf, ey? Ein dünner Blitz. Ja, dünner Blitz. Satan, Level 40, du. Alter, Falter. Ich kann mir die ganze XP schon wieder Glurak in den Hintern schieben. Ich versuch's mit Quapsel. Quapuzzi, Entschuldigung. Poliwhirl. Ist er schneller? Body Slam? Double Edged. Was ist denn Double Edged? Ha! Unable to move, das heißt, ich bin schneller. Kampf gewonnen. Und der da wartet auch noch auf uns. Ah, Pokémon sind nur dafür da, um Geld zu machen. Ibitak. Das habe ich ja mit einem ganz schlechten Wahl getroffen. Stachelspore. Aerioras. Ja, super. Strategisch nicht schlecht, aber. Der wird aber wohl nicht die ganze Zeit paralysiert bleiben. Leider nicht. Okay, bis jetzt schon. Und da kriege ich ja was. Fast gewonnen, ey. Der ist paralysiert. Ich riskiere es mit Nidorino. Das heißt, ich bin zuerst dran. Ich kann mich mit einer starken Attacke, aber ich glaube, ich bleibe lieber bei Toxic Spikes. Putzi. Body Slam. Voll paralysiert, wunderbar. Blutstrahl. Nee. Bist vergiftet? Hypnose. Ja, schneller, verdammt nochmal. Ich fällt mir gar nicht, dass. Oh, wir leben noch. Ach, ich Trottel, wenn er vergiftet ist, kann er nicht schlafen. Komm, Glurak, scheißegal. Du kriegst gut zu wenig, so ein bisschen XP. Super Zahn. Satan, zieht das ab, ey. Seid ihr nicht normal. So, ich darf Glurak nicht sterben lassen. Sonst habe ich gleich ein ganz großes Problemchen. Dann muss ich nämlich den ganzen Kack nochmal machen. Okay, dann setzen wir Wiederbelebung für Magnetron ein. Ich geh mal auf Nummer sicher, ne? Flammenborst. Coup de Borst. Glumanda. Mit Attack. Nicht schlecht. Und Speed. Also Attack wenig, Speed schnell. Das ist aber ein schlechter Typ. Okay, Flammenborst und dann haben wir dem hier auch in den Hintern getreten. Aha, das wird der Boss nicht gerne hören. Mr. Fuji! Wie geht's dem Bart? Danke, dass du mir geholfen hast. Dieses Pokémon...
Okay, Leute, ihr hättet schon ein bisschen mehr Text reinmachen können. Ne? Danke, dass du mir geholfen hast. Dieser Gegenstand weckt schlafende Pokémon auf. Okay. Kommen wir zu meinem Haus, da reden wir weiter. Machen wir doch glatt. Fluchtseil. Ach, und Fluchtseil heilt uns auch. Vergesse ich immer. Entschuldigung. Oh nein! Wir kommen durch Fluchtseil ins letzte Pokémon-Center, in dem wir waren. Was bedeutet, wir dürfen zurückrennen? Und Mr. Fuji besuchen. Ist denn mein Kollege jetzt online, der mit mir? Send Heartfire leer, leer. Hi. User Heartfire ist not online. Ja, dann hat er Pech. Was soll ich denn machen? Gamer Rich, Lass Julia, Super Nerd, Super Nerdiger Nerd Glenn. Und das hier, meine ich, war Mr. Fujis Haus. Mr. Fuji, da ist ja auch hier Grabsteine drin. Ah. Okay, ich möchte dir nochmal danken, was du für Knogger getan hast. Jetzt kann seine Seele endlich fliegen luhlen. Ich hoffe, dass meinem Dudo nicht das gleiche im selben Moment passiert. Weißt du, was die wahre Bedeutung des Pokémon Towers ist? Also im Gegensatz zu dem... Ich versuche mal ein bisschen Rollenspiel. Im Gegensatz zu dem, was alle denken, es ist kein Friedhof. Es ist nur ein Ort, an dem wir gehen und unseren Respekt unseren gefallenen Pokémon zukommen lassen. Das Gebäude enthält nichts außer ihre Geister. Keine Ahnung. Ach so, und wegen dieser Geister erzählen die Leute Geschichten, dass es dort spukt. Das ist aber genug Gerede für heute. Ich hoffe, du wirst nie wieder in diesen Ort kommen, während du noch unter den Lebenden weilst. Also dann, junger Trainer. Warte eine Minute. Ich muss dir was sagen. Kannst du nochmal zu mir zurückkommen? Ich sehe vielleicht aus wie eine alte, nette Person. Aber meine Vergangenheit kann mich nicht so beschreiben. Ich habe so viele furchtbare Dinge in meiner Jugend getan. Sachen wie... Okay, du bist viel zu jung, um irgendwelche Details zu wissen. Es tut mir leid. Komm zurück, wenn du stärker und weiser bist. Okay, alles klar. So, wir haben diesen hässlichen Pokémon-Tower hinter uns gelassen, haben... wir waren im Pokémon Tower, ich war ein bisschen abgelenkt, haben jetzt den Pokémon Tower in Lavendia hinter uns gelassen, sind aber nicht gut vorbereitet, werden jetzt zurückfetzen und uns nochmal ein bisschen mit Gegenständen eindecken, wie Tränken und so weiter und so fort, denn ich will dieses Relaxo, das wir im nächsten Part aufwecken werden, will ich unbedingt fangen. Superball. 15, 10.000, machen wir 20. Kaufen, okay. Super Potion. Ich hau mal meine ganze Kohle raus hier jetzt. 20 Stück, okay. Das soll es schon gewesen sein. Alles klar. Das war's dann. Wir sind gut eingedeckt, haben diesen Geisterturm hinter uns gelassen, dem Knogger die letzte Ruhe gebracht, Mr. Fuji. Ist zufrieden mit uns erstmal. Wir können jetzt weitergehen auf die nächste Route. Das soll es von diesem Part gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.